Oh mein Gott, diese Zeit, die wir gerade haben, so Dezember, Januar, sich auf das neue Jahr vorbereiten, ist meine absolute Lieblingszeit, weil ich es wirklich total gerne mag, mich auf das neue Jahr vorzubereiten, diesen freshen Start zu haben, obwohl der ja ganz oft auch ein bisschen trügt, weil in Wahrheit können wir eigentlich zu jedem Zeitpunkt unser Leben ändern und uns neue Ziele setzen, ein bisschen reflektieren. Aber natürlich gibt das Ende des Jahres einen sehr guten Anlass dazu. Und deswegen möchte ich heute ein paar Tricks und Tipps mit euch teilen, wie ich das die letzten Jahre immer gemacht habe und wie ich es geschafft habe, vor allem auch ganz viele Ziele, die ich hatte, wenn nicht sogar fast alle, zu erreichen. Und ich habe dieses Jahr ein 0,8 Abitur gemacht, also bin über mein Ziel mit 1,0 wirklich ein bisschen hinaus und möchte euch heute wirklich mal die ganz speziellen, konkreten Methoden mitgeben, wie ich mein Jahr dann auch geplant habe und was ihr machen könnt. Falls ihr euch generell für das Thema Lernmethoden interessiert, dann folgt doch sehr gerne und guckt euch die alten Videos an. Dazu habe ich hier schon super viel erzählt und noch sehr viel mit euch geteilt. Die ganzen Tricks, Tipps, Methoden sind hier. Viel Spaß beim Video. Ich dachte mir, heute möchte ich euch mal ganz konkret Faktoren und Bereiche mitgeben, die ihr gut reflektieren könnt. Denn ganz essentiell bei dieser Vorbereitung auf das neue Jahr ist es ja auch, sich zu reflektieren. Weil mein Lieblingsteil dieser Planung ist eigentlich auch, das nächste Jahr zu planen und nicht so sehr zu reflektieren, was ist jetzt nicht so gut gelaufen dieses Jahr, was ist gut gelaufen, das wirkt erstmal ein bisschen langweilig, aber eigentlich der wichtigste Part in diesem ganzen Prozess. Und deswegen möchte ich heute mit euch Kategorien teilen, die ihr mal hinterfragen könnt. Also lasst uns zusammen uns Zeit nehmen für die kritische Analyse des Jahres, indem wir Stärken identifizieren, aber auch Bereiche, in denen wir uns noch verbessern können. Das allererste ist ein bisschen greifbarer. Und zwar sind das speziell die Leistungen in den Fächern. Ich will mal gucken, in welchen Fächern habe ich gute Noten erzielt, in welchen nicht so gute. Warum habe ich nicht so gute erzielt? War das jetzt meine Schuld? War das ein bestimmtes Thema, was ich nicht konnte? Habe ich mich wirklich gut vorbereitet? Waren das vielleicht auch unfaire Lehrer? Und wenn ich mich wirklich verbessern wollte in dem Fach, habe ich genau die Schwächen identifiziert, analysiert und dann einen Plan geschrieben, wie ich diese Schwächen in Stärken umwandeln kann. Die zweite Kategorie sind Lernstrategien. Oh mein Gott, ich sage das richtig oft. Ich glaube daran halt einfach auch richtig stark. Die richtigen Lernmethoden können super viel bewirken. Ihr müsst nicht viel lernen, wenn ihr richtig lernt. Ich habe für mein Abitur wirklich nicht viel gelernt. Ich habe einfach sehr smart gelernt, habe für mich die richtigen Methoden gefunden, die ich jetzt ja auch hier mit euch teile. Und dadurch konnte ich wirklich weniger lernen und weil ich eben die Lernsessions, die ich hatte, effektiv gestaltet habe. Und ein wichtiger Teil dieses Prozesses war eben auch zu analysieren, was ich vielleicht falsch mache. Ich habe mich auch sehr oft dabei ertappt. Ich habe mich auch sehr oft dabei ertappt, dass ich beispielsweise Texte nur durchgelesen habe und mir dachte, hey, jetzt bin ich gerade voll krass am Lernen, ich merke mir gerade super viel. Dabei habe ich einfach nur passiven Text durchgelesen und habe mir nicht viel behalten. Oder ich drehe Karteikarten um, ohne mir vorher Gedanken zu machen, was hinten drauf steht und sage dann, oh ja, hätte ich auch so gesagt. Nee, hätte ich wahrscheinlich nicht. Also wirklich kritisch analysieren, wie sind meine Lernmethoden jetzt und wie kann ich sie verbessern. Drittens, Zeitmanagement. Ich hatte eine Zeit lang den Grundsatz, dass ich alles für die Schule in der Woche schaffen möchte, damit ich das Wochenende für andere Projekte und andere Hobbys Zeit habe. Deswegen habe ich beispielsweise auch meine Freistunden genutzt und dort immer gearbeitet, Hausaufgaben schon direkt nach der Schule erledigt, um das wirklich ganz kompakt und effizient zu schaffen. Das war total toll für mich. Ich habe das wirklich gern gemacht. Das war eine super Organisation. Ich war schneller, weil ich genau wusste, wann ich was machen soll. Ich wusste, dass ich die Pause und dass ich die Freistunden nutze und hatte das ganze Wochenende frei für mich und für andere Dinge. Jetzt in der Uni ist es ein bisschen schwieriger. Zumindest jetzt habe ich noch das Gefühl, dass ich auf jeden Fall das Wochenende nutzen muss, um hinterherzukommen. Vielleicht ändert sich das aber auch noch. Und da werde ich auf jeden Fall jetzt auch am Ende des Jahres ein bisschen reflektieren, wie gut ich jetzt gerade arbeite, wie ich meine Methoden nochmal effizienter gestalten kann, wie ich vielleicht Dinge besser planen kann, dass ich nicht so viel Kontext-Switching habe, wie ich Freizeiten nutzen kann, einfach diese kleinen Dinge, die ein bisschen analysieren. Beispielsweise fahre ich sehr lange mit der Bahn, leider jetzt zu meiner Uni. Ich bin halt bestimmt jeden Tag so mindestens 2 Stunden unterwegs. Und da gucke ich auch gerade, wie ich zum Beispiel diese 2 Stunden ganz gut nutzen kann, ob es mir mehr hilft, da ein bisschen zu entspannen und Musik zu hören oder ob ich da gerne Karteikarten durchgehe, da experimentiere ich gerade noch so ein bisschen rum. Dann viertens, persönliche Organisation. Ich glaube, die 2 großen Lager in der Schule sind entweder Team Ordner oder Team Hefter, beziehungsweise mittlerweile auch Team Digitale Organisation. In diesem Team war ich dann auch in der Oberstufe.
Und ich habe aber davor gar nicht so wirklich drüber nachgedacht, wie ich mich organisiere, weil es immer klar war, dass ich immer Hefter benutze. Vielleicht hat es mir aber auch geholfen, ein bisschen darüber nachzudenken und vielleicht mal rum zu experimentieren, ob nicht vielleicht ein Ordner doch sinnvoller gewesen wäre. Überlegt gerne mal, wie ihr euch gerade organisiert. Gibt es da irgendwelche Probleme? Wenn ihr an eure Organisation denkt, habt ihr ein blödes Gefühl? Oder wenn ihr durch eure Materialien durchgeht, merkt ihr, irgendwas fehlt, ihr findet was nicht? Oder denkt an irgendein Thema, zum Beispiel jetzt, was weiß ich, was hat jeder? Ableitungen. Wisst ihr genau, wo ihr Mitschriften zum Thema Ableitungen findet oder wisst ihr es nicht? Und anhand dieser kleinen Fragen und Gedankenexperimente kann man ganz gut herausfinden, ob man sein persönliches Organisationssystem nochmal ändern sollte. Fünftens, Selbstmotivation. Oha, Motivation ist wirklich ein schwieriges Thema. Gerade in Bezug auf die Schule höre ich sehr viele Leute, die immer Probleme damit haben, sich selbst zu motivieren. Und auch ich kenne das zu meiner eigenen Schulzeit. Klar, ich hatte auch nicht immer Bock zu lernen und in die Schule zu gehen. Vielleicht findet ihr aber Wege, euch zu motivieren. Und ich hatte dazu auch schon einige Videos mit kleinen Tricks und Methoden, die ich immer angewandt habe. Guckt da gerne mal vorbei. Und nutzt die Zeit zwischen den Jahren dann auch gerne, um zu überlegen, woher eure Motivation kommt, was Motivationsquellen sind. Vielleicht auch, warum Motivation nicht immer wichtig ist. Warum Motivation eine Lüge ist vielleicht. Aber das wisst ihr mehr, wenn ihr meine Videos zum Thema Motivation angeguckt habt. Sechstens, Kommunikation. Bist du die Art von Person, die sich im Unterricht meldet und mitarbeitet? Nein, wärst du es vielleicht gerne? Es gibt verschiedene Arten von Strategien, wie man sich besser überwinden kann, im Unterricht mitzuarbeiten. Und ich glaube, die Vorteile von einer aktiven Mitarbeit muss ich hier gar nicht so wirklich ausführen, weil sie jedem klar ist. Durch eine aktive Mitarbeit lernt man selbst besser, da man aktiv zuhört und sich aktiv beteiligt und mitdenken muss. Des Weiteren fällt man den Lehrer positiv auf. Man hat eine bessere mündliche Note, die sich natürlich auch teilweise auf die schriftlichen Noten abfärbt. Also es ist wirklich top. Und kleine Ideen, wie man sich überwinden kann, mitzumachen, wenn zum Beispiel eine Meldeliste, also aufschreiben, wie oft man sich gemeldet hat, wie oft man sich melden möchte. Dann vielleicht ein gutes Umfeld schaffen, wenn zum Beispiel deine beste Freundin neben dir sitzt und du sie vor deiner Meldung fragen kannst, ob das, was du sagen willst, auch in ihren Augen richtig ist. Und auch sich klar machen, dass es voll egal ist, ob du mal was Falsches sagst. Es ist wirklich nicht so schlimm. Und auch da kann ich euch sehr gerne wieder auf weitere Videos verweisen, falls ihr zu der Materie ein bisschen was Genaueres hören wollt. Siebtens, Stressmanagement. Ich kenne das zu gut. Ich war auch in meiner Schulzeit ziemlich oft gestresst, weil ich mich selbst unter Stress und unter Druck gesetzt habe. Das kam meistens gar nicht von außen. Die Schulzeit war relativ okay, was sowas angeht. Aber ich habe mir dann doch selbst immer ganz viel Druck und Stress gemacht. Und es wäre auch toll gewesen, hätte ich darüber ein bisschen mehr reflektiert und wäre mir ein bisschen bewusster geworden, woher das kommt, warum ich mir Stress mache und wie das Ganze überwinden kann. Also eine sehr gute Kategorie, über die man reflektieren kann. Und dann achtens, persönliche Ziele. Wir verbringen nämlich so viel Zeit in der Schule und ich glaube, da gehen persönliche Ziele ganz oft mal unter. Überleg doch mal, ob du persönliche Ziele hattest letztes Jahr, ob du andere Hobbys hattest, vielleicht andere Projekte, die dir Spaß gemacht hatten, Beziehungen mit anderen Leuten, Freundschaften mit anderen Leuten, Familie, Beziehungen und so weiter. Und ob diese Sachen vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen sind. Bei meiner Jahresplanung war Schule immer nur ein Teil der Planung. Ich hatte ganz viele Kategorien. Schule, Gesundheit, Relationships, was hatte ich denn noch alles? Arbeit und so weiter. Lasst diese Dinge jedenfalls nicht aus den Augen, wenn ihr euer nächstes Schuljahr plant. Habt noch eine sehr schöne Dezemberzeit, habt schöne Weihnachtsferien, einen guten Rutsch ins neue Jahr und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren für weitere Videos dieser Art im Bereich Schule, Lernen und Produktivität. Bis bald, tschüss!